Ich finde den Augenblick passend für Silvestergefühle, mitten im Mai. Das Alte und Schlechte geht, das Neue und Gute kommt und bleibt. Bitte. MFG, Woche 6. Mit der Chemo ist es wie mit Chilischoten. Von Mal zu Mal vertrage ich sie besser. Absurd eigentlich, denn die Masse an Medikament in mir wird ja eher immer mehr. Nicht hinterfragen dieses Phänomen. Stattdessen lieber klaglos über die angenehme Entwicklung freuen. Endlich nicht mehr wie ein nasser Waschlappen träge und schläfrig in meiner Liege kleben. Heute werde ich schon zum letzten Mal mit dem ersten von drei unterschiedlichen Medikamentencocktails abgefüllt. Das erste Drittel. Heute Nachmittag kann ich es mit selbstverständlich dickem Edding von meiner Liste streichen. Nächstes Mal Taxol. Neuer Mix, neues Glück. Das Roulette der Nebenwirkungen dreht sich aufs Neue. Bin gespannt, wo es Halt macht. Bislang bin ich noch nicht wirklich heimgesucht worden. Gut, die Haare sind nicht mehr da. Das tut aber nicht permanent weh. Nur der Seele, das reicht ja auch. Und das Wissen um ihre Rückkehr lindert das Weh. Husten muss ich morgens. Wie Keuchhusten, aber nicht so entzündet. Aushaltbar. Dann ist der Appetit auf der Strecke geblieben. Habe nur sehr wenig Hunger. Also esse ich nach Uhr und Aufforderung. Naja, und dann noch diese Schlappheit. Ich bin sehr oft sehr müde. Und zwar vor und nach dem Schlafen. Auch das kann man handhaben. In den vergangenen Wochen bin ich zum ganz großen Verfechter des Vormittags-, Mittags- und Nachmittagsschläfchens geworden. Nun, das war es dann aber auch schon an unangenehmen Begleiterscheinungen der zytostatischen Therapie. Bis jetzt.